So ein herzliches Servus zur ersten Ausgabe der Sendung Powerplay für die neue Eishockey-Saison. Jetzt geht es richtig los und damit ist es auch für Michael Sportreporter höchste Eisenbahn, euch aufs Glatteis zu führen. Und das sind die Themen. EPJSL, der EC Red Bull Salzburg, musste sich gegen MAC Budapest geschlagen geben. U14 Bundesliga, die Eisbullen gewannen klar gegen den EKC am See und EWHL Supercup. Die Austrian Eagle Select mussten sich gegen Isole Almaty geschlagen geben. Wir beginnen gleich mit der EPJL, denn in dieser Liga fand am vergangenen Samstag das Spiel zwischen dem EC Red Bull Salzburg und dem MRC Budapest statt. Ein interessantes Spiel, zu dem ich euch den folgenden Beitrag zusammengestellt habe. Im EPJL-Spiel zwischen den EC Red Bull Salzburg und dem MRC Budapest zunächst einmal die in Dunkel spielenden Kastel und Puck verlieren in Kontermöglichkeit, aber der Puck geht am Tor vorbei. Keine Gefahr für das Tor der Salzburger. Jetzt wieder eine erneute Kontermöglichkeit. Pass, gute Aktion, immer noch die Gastgeber am Puck, bringt allerdings nichts ein und es bleibt somit logischerweise beim 0:0. Jetzt wieder eine gute Aktion. In der Anfangsphase zeigten beide Mannschaften sehr sehenswertes Eishockey, jetzt wieder ein Angriffsschuss. Und auch dieses Mal sehr gut aufgepasst vom Salzburger Goalie, sodass der Spielstand nach dem ersten Drittel 0:0 lautete. Dann das zweite Drittel. Erneute Kontermöglichkeit der Gäste. Setzt nach. Bleiben dran. Jetzt ein Schuss. Und Tor! 1:0 für die Gäste. Aus Budapest keine Chance für den Salzburger Goalie, da was zu machen. Und es sollte so weitergehen. Neuer Versuch. Immer noch die Gäste in der Angriffszone. Alles in allem eine sehr gute Partie. Schuss und Tor 0:2. Auch dieses Mal brachten die Salzburger den Puck nicht vom eigenen Tor weg und er landete auch darin. 0:2 aktuelle Spiel. Jetzt wieder ein Angriff der Salzburger. Herrlich vorgetragen, wird nicht attackiert. Schuss und Tor! Anschlusstreffer zum 1:2. Auch dieses Mal war es eine sehr gute Aktion. Der Jubel natürlich entsprechend groß, wie man auf diesen. Dann wieder ein neuer Versuch. Pass, es steht 1:2, wie man aus dem Hintergrund sehen kann. Aber da. Schnell nach zwei Dritteln lautet 1:3. Dann der Schlussdrittel. Wiederum die Gastgeber an der Scheibe. Schuss scheitert allerdings am sehr starken Goalie der Gäste. Neuerliche Aktion. Ein sehr gutes Spiel in diesem Schlussdrittel. Und auch diesmal kein Problem für den ungarischen Goalie. Sehr gut gehalten, kann ich da nur sagen. Jetzt wieder ein neuer Angriff. Pass. Gut aufgepasst. Sollte abziehen. Nachschuss. Auch dieses Mal eine herrliche Parade vom Salzburger Goalie. Doch die Gäste setzen nach. Kontermöglichkeit. Es bringt allerdings nichts ein. Die Gäste aus Budapest entscheiden diese Begegnung mit 7:2 für sich. Auch durchaus in dieser Höhe verdient. 3:7, so lautete das aus Sicht der Eisbullen unerfreuliche Endergebnis in einer doch interessanten Begegnung, bei der beide Goalies mehrere Saves zeigten
und auf jeden Fall sonst eine ausgezeichnete Leistung boten. Als nächstes kommen wir wieder zu einem Double, denn in der U14 fand das Spiel zwischen dem EC Red Bull Salzburg und den Zeller Eisbären statt. Ein Double, das auch ein eindeutiges Ergebnis brachte. Im Derby der Altersklasse U14 zwischen den Eisbullen und dem EK Zell am See zunächst einmal den weißspielenden Gastgeber Hamburg. Neuerlicher Versuch, gute Aktion, es steht nach wie vor torlos 0:0, aber es wurde sich geändert. Wieder die Gastgeber Hamburg. Überbrücken die neutrale Zone. Schuss. Auch dieses Mal hatte der Goalie der Zeller Eisbären sehr gut aufgepasst und einen Gegentreffer verhindert. In der Anfangsphase konnten die Gäste aus Zell am See noch mithalten. Jetzt wieder ein neuer Konter. Wieder über die rechte Seite und Tor 1:0, herrlich herausgespielt. Von den Salzburgern der Jubel natürlich hier entsprechend groß, war wirklich ein schönes Tor zum Anschauen. Dann das wieder ein neuer Versuch. Wir befinden uns nach wie vor im ersten Drittel. Pass. Neuerlicher Versuch, sollte abziehen, Schuss. Abgewehrt. Wieder eine neue Aktion. Pass. Und das in das zweite Drittel. Die Seiten wurden zum ersten Mal gewechselt. Wir sehen, es gibt einen Fall, dass nicht sofort gepfiffen wird, wie der Schiedsrichter durch Heben der Hand ansieht. Die Salzburger bleiben allerdings an der Scheibe. Wieder ein neuer Versuch. Pass kommt nicht an. Neuerlicher Versuch. Schuss scheitert allerdings am Zeller Goalie. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Immer noch die Salzburger an der Scheibe. Fahren einen schönen Konter. Schuss und Tor. Weiterer Treffer. Da könnte man als Goalie durchaus etwas machen. Dann der Schlussdrittel. Der Treffer, den wir gegen Ende des zweiten gesehen haben, war aus meiner Sicht nicht ganz unhaltbar. Aber jetzt wieder zurück zum Spiel. Wieder ein Angriff. Schuss. Gut aufgepasst. Salzburg. Jetzt ein neuer Versuch. Die Salzburger setzen auf jeden Fall nach. In dieser Phase natürlich das Spiel schon längst entschieden. Bleiben dran. Neuerlicher Angriff. Aber auch da geht der Puck am Tor der Zeller vorbei. Die Salzburger setzen allerdings nach. Werden hier nicht attackiert. Sollte jetzt abziehen. Schuss und Tor. Weiterer Treffer. Herrlich gemacht, einer von 22 an diesem Eishockeymittag. Die Salzburger entscheiden diese Begegnung klar mit 22:0 für sich und der Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung. 22:0, so lautete das letzten Endes sehr deutliche Endergebnis in einer Begegnung, die aus meiner Sicht ziemlich klar war. Das 22:0 geht auch an dieser Höhe in Ordnung und ich möchte auf jeden Fall dem Goalie der U14 recht herzlich zum Shutout gratulieren. Einige weitere Ergebnisse habe ich auch noch zu vermelden. Zwei unerfreuliche Niederlagen gab es von der Kampfmannschaft. 4:5 in der Overtime in Innsbruck und 1:2 gegen den HC Bozen. Bei den Juniors, die in der Alps Hockey League spielen, gab es einen Sieg und eine Niederlage. Gegen Neumarkt eine 1:3 Niederlage
und gegen den HC Vasser konnten sich die Eisbullen mit 3:2 in der Overtime durchsetzen. Wir kommen jetzt als nächstes zum Damen-Eishockey, denn da spielten der Austrian Eagle Select im EWHL Super Cup gegen Aizsule Almaty aus Kasachstan und soweit kann ich euch verraten, leider Gottes gab es ein unerfreuliches Endergebnis. Mehr dazu im Folgenden. Beim Spiel des DC Eagles Select gegen Aizsule Almaty aus Kasachstan im Rahmen des Supercups zunächst einmal den meistspielenden Gastgeberinnen am Puck. Im Tor der Gastgeberinnen steht übrigens Theresa Hornig, die normalerweise beim EC die Adler Kitzbühel spielt. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Nachschuss und Tor 0:1 aus Sicht der Gastgeberinnen. Keine Chance für die Salzburger Torfrau, da irgendetwas zu machen. Dann wieder ein neuer Versuch. Gute Aktion. Schuss. Aber auch da bringt es nichts ein. Der Spielstand nach den ersten 20 Minuten lautete somit 0:1 aus Sicht der Gastgeberinnen und damit blieb das Spiel spannend. Dann das zweite Drittel. Wieder die Gastgeberinnen an der Scheibe. Pass. Neuerlicher Versuch. Auch, wie gesagt, eine sehr gute Leistung von beiden Torfrauen in dieser interessanten Begegnung, die somit natürlich auch arm an Toren war. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Wir befinden uns nach wie vor im zweiten Drittel und gut aufgepasst, war nicht so einfach, wie es vielleicht hier auf diesen Bildern aussah. Dann wieder ein neuer Pass. Gute Aktion. Schuss. Scheitert zunächst an Theresa Hornig. Jetzt wieder eine schöne Kontermöglichkeit. Nachschuss, aber der Pass kommt irgendwie nicht an. Jedenfalls bleibt es nach 40 Minuten beim Spielstand von 0:1 für die Kasachinnen. Dann der Schlussdrittel. Neuer, wieder eine gute Aktion. Pass. Gut aufgepasst von den Gastgeberinnen. Und jetzt wieder Kontermöglichkeit. Zieht Abschuss und Tor. Hierbei wäre es auch wichtig, aus dem Tor herauszukommen und der Schützin die Chance auf einen Schuss zu nehmen. Jedenfalls steht es 0:2. Und es sollte noch dicker kommen. Rückpass. Schuss. Nachschuss. Und Tor 0:3. Und dieses Mal weiß aus meiner Sicht dahingehend ein Verteidigerfehler, dass das Verteidigen nicht weg. Jetzt wieder die Gastgeberinnen. Pass, Schuss und Tor. 3:1 für die Gastgeberinnen aus Kasachstan. Und das Endergebnis dieser Begegnung lautete somit 1:4. So lautete das aus Sicht der Austrian Eagle Select unerfreuliche Endergebnis gegen Aizsule Almaty aus Kasachstan. Hierbei ist zu sagen, dass beide Torfrauen sich mehrmals auszeichnen konnten und die vier Gegentreffer, die letzten Endes auch zur Niederlage führten, allesamt aus Verteidigungsfehler resultierten. Mit diesen Ergebnissen sind wir auch schon fast am Ende der ersten Ausgabe des Powerplays angelangt. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen und wünsche allseits noch eine gute Unterhaltung mit dem Programm von FS1. Vor der Kamera verabschiedet sich
Euer Markus Dorn. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.